Moin ihr Lieben, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach und ohne großen Aufwand einen saftigen Zitronenkuchen mit frischen Zitronen selber machen könnt. Dafür benötigt ihr als erstes eine frische Zitrone, welche ihr erstmal halbiert. Als nächstes benötigt ihr eine große Schüssel, den Saft der Zitronenhälften, außerdem noch 150 Gramm Zucker sowie 200 Gramm weiche Butter. Vermengt das Ganze jetzt mit einem Handrührgerät und dem Quirlaufsatz. Wenn ihr das Ganze zu einem ersten Teig vermengt habt, gebt ihr noch 4 Eier hinzu. Und immer schön aufpassen, dass keine Schale mit drin landet. Rührt die Eier mit dem Handrührgerät ebenfalls mit unter. Schabt den Rand mit einem Löffel ab und gebt ihn mit zur Masse dazu, also nicht den Löffel, sondern den Teig. Außerdem kommen jetzt noch 250 Gramm Mehl dazu, sowie ein Päckchen Backpulver und damit das Ganze noch zitroniger wird, nochmals den Saft einer halben Zitrone. Rührt jetzt das Ganze mit eurem Handrührgerät ein letztes Mal zu einem schönen Teig durch. Und natürlich das Naschen nicht vergessen. Zum guten Schluss rührt ihr den Teig noch einmal per Hand durch und wenn das Ganze so aussieht, kann es direkt weitergehen. Und zwar könnt ihr euren Backofen jetzt schon mal auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und während das Ganze vorheizt, nehmt ihr euch eine Kastenform, gebt etwas neutrales Öl hinein und wischt es mit Küchenpapier aus. Jetzt müsst ihr bloß noch euren Teig in die vorgefettete Form geben. Und mit einem Löffel etwas glatt ziehen. Wenn euer Backofen dann ausreichend vorgeheizt ist, gebt ihr den Kuchen für 45 Minuten hinein. Und damit der Kuchen nicht zu dunkel und zu trocken wird, empfehle ich euch in den letzten 10 Minuten ein Blatt Alufolie darüber zu geben. Wenn die Backzeit dann vorüber ist, könnt ihr euren Kuchen schon einmal bewundern und anschließend mit einem Schaschlikspieß kleine Löchlein hineinmachen. Und damit der Kuchen noch besser schmeckt, gebt ihr noch einmal den Saft einer halben Zitrone dazu. Schön darüber träufeln, das gibt dem Kuchen eine richtig schöne saftige Konsistenz. Wenn der Kuchen dann ausreichend abgekühlt ist, könnt ihr ihn mit einem Messer lösen, vorsichtig aus der Form herausnehmen und anschließend kümmert ihr euch um die Glasur. Dafür benötigt ihr eine kleine Schüssel, in welche ihr 200 Gramm Puderzucker gebt. Außerdem benötigt ihr erneut den Saft einer Zitrone, und rührt das Ganze zu einer Glasur durch. Und sollte die Glasur zu dünn wirken, gebt einfach noch etwas Puderzucker nach. Jetzt müsst ihr bloß noch gleichmäßig eure Glasur über eurem Kuchen verteilen und warten, bis das Ganze etwas ausgehärtet ist. Dann könnt ihr den Anschnitt machen und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Jetzt kannst du deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn oder was weiß ich wem Bescheid geben und dann könnt ihr euch's gemeinsam mal so richtig schön schmecken lassen.
Und wenn du jetzt Lust hast auf noch mehr Rezeptideen zu Kuchen und Co., dann schau doch einmal hier hinein. Also, nachmachen. Tschü, goodbye, adieu, auf Wiedersehen. Mit euch zween muss ich noch was klären.